Und gerade eben haben wir die ganze Zeit von alten Sachen League of Legends geredet, an das sich vielleicht nur die Veteranen erinnern. Deswegen gucken wir jetzt auch rein in Things Only League of Legends Veterans Remember. Mal sehen, Chat, ob ihr den Test bestehen könnt. YouTube, ob ihr den Test bestehen könnt, ob ihr auch Veteranen dieses Spiels seid. Mal sehen, was wir alles kennen, was wir alles nicht kennen. Mal gucken, ob ich den Test bestehen kann. Riot Games released Yone over 1300 days ago. But only OG League players remember Riot teasing Yasuo's brother as a playable champion for years before we finally saw him. From champions that don't exist in the game anymore to entire Poppy, game beautiful. Modes and community events. Oh mein Gott, Twisted Schülein mit das ist Wilmore, ne? Die Spinne heißt Wilmore. Und ich vermisse das so sehr. Ich würde mir wünschen, das liegt einfach statt immer neue Drachen rauszubringen, einfach neue Drachen rausbringen. Stellt euch mal vor, so eine roamende Spinne auf der Karte. Die einfach immer unterschiedlich spawnt. Die spawnt mal im Rap-Buff-Areal, mal spawnt sie vielleicht bei Drachen, mal bei Nash. Das wäre so cool. Das würde mich richtig glücklich machen. These are some of the things only League of Legends veterans will remember. Starting with the stupid way Champ Select used to work back in the day. By spamming your bans and requesting roles in the chat. When you heard that old school queue pop, you were praying to the Elo gods you ended up as first pick. See, not only was there no role selection or trading pick orders, but the entire team's bans were left in the hands of one single person, who half the time didn't listen to the team's suggestions and banned the three champs they didn't want to play against. And while we can't agree. Was ich noch viel krasser fand damals, weil du bist ja quasi in die Lobby reingejoint und dadurch, dass jeder PC ja anders funktioniert, also dass du halt anders unterschiedlich connected bist, hast du dann reingespammt, Toplane, Midlane, was auch immer, und dann hast du immer copy-pasted, dass du auch recht hattest, weil der Gegner hat dann nicht geglaubt. Bei ihm war dann auf seinem PC, war er zuerst, bei dir warst du zuerst, und er hat dir nicht geglaubt, dann so, scheiße, ich bin Midlane, du bist Midlane. Ja, ja, ja. Warte, wer ist das, was für eine Lobby? TSM Oddborn, Reginald, Chaos, Rainman, Expecial Freak. Oh, das war mit dem Teemo als Spectator. Oh, das war noch sechsmal League of Legends, weil es kein Spectator-Tool gab. Und dann musste Teemo spectaten, der in der Basis auf K stand. True. Being auto-filled sucks. Imagine being forced to play your worst role because of bad RNG. Yep, that's right. Without any official role selection, it was up to the randomly assigned pick order geile to Zeit, decide man. Where you ended up. Everyone typed their preferred roles in chat and negotiated with their team about who should play where. Champ Select toxicity was definitely higher in this era of League. But rest assured, if your teammates flamed or ran it down in-game, they had a good chance of ending up in Riot's community-ran punishment system, the Tribunal. In the Tribunal, players reviewed chat logs, game stats, and other metrics to decide... In the Tribunal, players reviewed chat logs... Ich wünsche, du wärst meine Freundin, damit ich dich schlagen kann. Bruh. 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 You just gave me complete bruh-attack. Aber Chat, wie viel habt ihr damals gemacht mit dem Tribunal? Weil ich hatte einige Schulfreunde, die haben legit nach den Hausaufgaben ihre Tribunalfälle abgearbeitet und haben irgendwie über das Tribunal mehrere tausend Blue Cents gemacht. Oder damals noch Influence-Punkte. Die alten IP. Die haben insane viel gemacht. Es war für die wie so ein einfach Hausaufgaben fertig und dann weitermachen. Scheiß Streber. Saga. Deine PGM Kenshi. Ich habe das voll ernst genommen. Ja, du warst halt Teil des Tribunals. Du hast halt entschieden, wie die Community drauf ist. Du hast mit, du warst ja letztendlich, also dass du das gemacht hast, ist mir klar. Du hast auch jetzt als Moderatorin eine Menge Andrang zur Gerechtigkeit. Dass du damals auch schon so drauf warst, wundert mich jetzt wenig. Das passt voll zu dir eigentlich. Das passt mega zu dir. Game Stats. Es war eine Hauptaufgabe, Toxic Kids dadurch das Tribunal zu bestrafen. Basti, weißt du noch, wie viel du gemacht hast an Influence-Punkten damals? Oder welche Rewards du bekommen hast? Look at Bastis Profile Pick, actually. Oder goddamn Giga-Chat. Look at this guy. Look at this. Bist das du? Das ist Conor McGregor. Aber hast du damals gut Geld gemacht mit dem und gute Punkte geholt? Oder was gab's damals? Another metric to decide whether or not a particular summoner was negatively impacting the game. After taking all of the evidence into consideration, players would vote to either punish or pardon the reported player. Punishments could range anywhere from a chat restriction to a straight-up permaban. Although the Tribunal was discontinued in 2014, many players... Keine Ahnung, aber ziemlich viel gemacht. Hatte ziemlich früh dadurch alle Champions am Start und ja, das bin ich. Nice, bro. Einer der OGs, let's go. Voiced their desire to have that feature brought back. Claiming that the League community nowadays is more toxic than ever before. But while the Tribunal managed to survive for nearly three seasons, the same cannot be said for unique jungle buffs that completely changed the way junglers played the map.
Was ist mit Fogstop passiert, by the way? Der war doch legit LEC-Caster für irgendwie ein Jahr oder so. Nachdem er hat früher richtig coole Videos rausgeballert, dann war er LEC-Caster und dann ist er verschwunden. Warum? Roll Caster, aber er hat ja nichts mehr gemacht seit 11.07.2023. Warum? Die waren uns immer wieder bei der LEC zur Gast, wo ist er? Sogar nur 2019 war er bei der LEC, Notable Event Casts. So lange her schon, wo ist der Typ hin? Der war eigentlich immer ein lustiger Creator. Also ein lustiger Jungler, relativ high elo, wilde Takes, natürlich nicht komplett high elo, aber ja. Einfach irgendwie verschwunden, warum auch immer, keine Ahnung wieso. Schade. See, back in patch 4.20, Riot completely overhauled the jungle. And back then, this was sort of uncommon, if you believe it. To give unique buffs based on which camps you use smite on. Gromp caused enemies to take poison damage over time after they hit you. Hat dir so Vision Raptors gegeben. Allowed you to spot and clear nearby wards. Wolves spawned a cute ghost that gave vision and spotted enemy champs in the jungle. And the Krugs caused every few basic attacks to deal bonus damage and stun camps. Stimmt. But that's not the only major change Riot added that patch. Was ich komplett vergessen, dass das mein Game war. Choice of three jungle pets. Back then, you had four unique smites. Although no one took Poacher's knife, let's be real. As well as four unique enchantments you could upgrade. Nein, 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 das ist so komplett troll, by the way. Poacher's knife war das most OP-Knife von allen. Poacher's knife, der Change davon hat Korea beendet, damals. War das richtig? Wenn du smite killer, dann was meint. Oder? War das Poacher's? Doch, war das Poacher's Smite. Das Smite, das dir Wards gegeben hat. Das Item, oder war das ein Item oder war das das Smite? War das das mit den Wards, Chat? Es steht nicht drin, also wahrscheinlich nicht. Scheiße. No one took Poacher's knife, let's be real. As well as four unique enchantments you could upgrade your smite with. This led to some pretty busted combos. The most infamous of which was the ironically named Weedwick, who went challenging smite plus devour Jawohl. And ended up solo carrying the game. And we're talking the old school point and click suppression. Aber no joke, wenn ihr den Wolf zuguckt, ihr seid glücklich, oder? Wenn ihr den Wolf zuguckt, ihr fühlt, als wärt ihr wieder ein Teenager. Und wenn er sich gleich reinputtert mit der Ult, also gegen den Wolf, habe ich gar nichts. Der ist süß. Der gute alte Weedwick auf 420 Patch. Das waren die alten Tage. And we're talking the old school point and click suppression ultimate Warwick. Now, while many Infinite old champs have been redesigned and modernized over the years, Fiora, Nunu, and now even Skarner, there are some champions that newer players will simply never be able to experience. Oh mein Gott, AP Nunu. Nein, Aatrox war useless. Bitte, bitte nein. Like old school Aatrox, whose rework in patch 8.13 is still seen as one of the most controversial Riot has made to date. Old Aatrox was a Giga Chad, using his own HP as a resource and storing up a literal well of blood to revive with if he managed to get taken down. He was also based entirely on his auto attacks, as his W was a switchable so ability that caused every third attack to either deal bonus. Ich weiß nicht, wie die Narrative entstanden ist, by the way, aber es war damals in High Elo sogar der Fall, dass jeder Aatrox-Pick war troll. Es war Nunu mit Ghost Cleanse. Und danach war Aatrox der Dodge-Pick, weil der Champion so useless war. Es gab eine einzige Person, die ihn gespielt hat, das war Aaron1. Aaron1 hat ihn gespielt, das war's. Und ein Patch, bevor er gerückt wurde, war er Weibel. Da hat ihn auch dann Warden gespielt und so, einige ESG-Spieler und was auch immer damals. Aber der Champion war für Monate, für Jahre, für immer useless. Er war immer Troll-Pick, immer. Und dann ein Patch vorher wurde er gespielt und danach ist alle sagen so, ich hätte ihn immer gespielt, ich war Aatrox Main damals. Er war OP.GG, war er tot. Da war angezeigt, wenn du auf ihn aufgehört bist, ausgegraut, dead, weil er nicht genug Spieler hatte, die ihn gespielt haben, um Daten zu geben über den Champion. Ey, wann wurde Aatrox released? Season 5 oder so? Und dann Season 8 wurde er reworked. Und er war für bestimmt 3 Jahre dead und 1 Monat playable. Also das war kein schlechtes Rework. Ist einfach toll. Und dann Leute, die sagen, Aatrox ist genau wie Riven, brr. Weil nur weil sie beide 3 Qs haben. Dann ist nah auch wie Vayne, weil sie beide auf W Max den Spieldamage machen. Damage or heal him. His ult gave him increased attack speed and attack range. And his Q let him get close enough to champions. Die Q war eine der most clunky Spells. Das Aatrox Rework war echt wie geil. Das sag ich nicht, weil ich biased bin, nein. Sustainability in lane and dueling potential and a fed Aatrox usually meant the game was over. Nowadays you have a generic drain tank slash juggernaut hybrid with a super generic. Was ist ein Aatrox generic? Ich bin so offended für meinen Homie. Was, der alte Aatrox war scheiße. Das war Tründermeer. Der hat einfach Auto-Attack. Das war ein generic Auto-Attack Rechtsklick-Bot. Wie Master Yi und so ein Shit. Der neue ist viel cooler. Was für generic Drain Tank. Das ist so Bullshit, by the way. Nowadays, you have a generic Drain Tank slash Juggernaut hybrid with a super telegraphed playstyle and trading pattern. And how many of you remember the original Poppy? Playstyle and
Super Telegraph Trading Pattern. Bruder, der Alte hat dich gerechtigt, bis du tot warst und bis er tot war. Und wir machen die Trainer mehr all over again. Das war scheiße. Ja, ist so treu. Ist so treu. Now Poppy is a top lane juggernaut full of CC damage and general tankiness. When she was first introduced, she didn't have much going for her. The only ability that's consistent between the two iterations of Poppy is her dash and wall stun E. But in the old Poppy, her Q was an empowered auto attack. Her W gave her a boost of speed and damage, and her ult made her invincible to all damage other than the one targeted champion. While that ultimate sounds extremely busted in theory, only old school players will remember how locking in Poppy 10 years ago was seen as a complete joke. Protect you from the Nidalee spear. Yeah. When people assume anyone who picks a certain champion is only doing it to troll, maybe that's a good indication for an overhaul. Aatrox war ein Dodge-Champion. Jetzt sagt er, bei Poppy war das eine gute Rune für den Overhaul. Das ist literally Aatrox war der Champion nach Nunu, den Leute gepickt haben, damit sie Dodges erzwingen. What do you mean? Like, what? Ah, this guy is just trolling. I hate this. Riot completely saved Poppy by reworking her, which makes it even more disappointing that Riot couldn't save the old school siblings of Summoner's Rift. Man muss aber sagen, die alte Poppy war sehr beliebt, aber auch sehr verhasst. Ich finde es ein bisschen schade, dass er keine Visichachi Highlights dabei hat. Aber Visichachi auf der alten wie auf der neuen Poppy, es war crazy. Diese Ult war so busted. Wie hieß es mit Demacian Diplomacy? Du magst, hieß eine Person, alles wird gewonnen. Deine alte W hatte 10 Stacks mit richtig viel Rüstung. Wenn du sie aktiviert hast, hast du einfach alles als Instant bekommen, Movement Speed. Und hast Leute einfach gewonnen. Du hast Schienen gekauft und du hast legit Leute mit Ult und E gewonnen. Ult, E, Q, gewonnen. Die ganze Zeit, es war crazy stark. Twisted Treeline and Crystal Scar. Dominion Twisted Treeline was a smaller map that was used for 3v3 matches in the early seasons of League, which consisted of two horizontal lanes with a jungle in the middle. There was one epic monster, the giant spider Vilemaw, located in a small upper jungle area above the top lane. In addition to the different map, there were some minor logistic differences on Twisted Treeline as well, such as each player starting with 850 gold, having an accelerated level curve, and having items that weren't available on Summoner's Rift, like the Arcane Sweeper or Lord Van Damme's Pillager. Twisted Treeline generally resulted in quicker, bloodier, skirmish-focused games. It was like a condensed version of Classic League. Twisted Treeline was hugely popular in its heyday, and even had a ranked mode of its own. Ich habe mit Twisted Treeline angefangen. Ich wurde damals Mark B. hat mir League of Legends gezeigt und dann hat er immer auf Twisted Treeline einfach gespielt. Er war Olaf Main und er hat es geliebt, gegen Veigar zu spielen. Weil Veigar war damals Meta und er ist mal durch den Cage durchgerannt mit seinem Olaf. Ach man. Und Dominion, ich weiß noch, es gab einmal so einen richtig hochgeworfenen Reddit-Thread vor, wann auch immer, wie vielen Jahren. Es gab einen Typen, der hat nur Dominion gespielt, Twisted Fate Main, der war auch der höchstgerankte Dominion-Spieler auf dem gesamten Server in EU West. Und an dem Tag, an dem Dominion removed wurde, ist der Account offline gegangen und dann 5 Jahre später einfach kein einziges Game mehr gezockt. Der hat legit einfach aufgehört mit Dominion. War irgendwie vertraulich zu sehen. Ich muss sagen, ich habe selbst Dominion nie wirklich viel gespielt. Immer nur so ein Warm-Up pro Tag und dann war es das. Aber es hat mir auch gereicht. Ich habe actually Dominion sehr enjoyed. Und ein Warm-Up und dann war ich halt fertig mit dem Modus für den Tag. Dann nach was haben wir das Rift. Aber trotzdem war Dominion einer der coolsten Modi, um halt irgendwie wach zu werden, gefühlt. Sehr viel schnelle Action, sehr viel Fight instantly. Und auch irgendwie seine eigene Philosophie mit halt Capture the Flag, Capture the Point, wie auch immer. Ja, jetzt ist Arena vielleicht für viele Leute das, was Dominion früher war. Einfach instant fighten, instant irgendwas machen. Und Arena ist eigentlich auch irgendwo cooler als Dominion. Zumindest wird es mehr gebalanced und hoffentlich wird Riot Games Arena nicht komplett rausrotieren, sondern vielleicht auch wieder zügig zurückbringen. Weil ich glaube, Arena soll enden im Oktober oder so. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege und hoffentlich kommt es dann schnell wieder zurück. While now it's been years since anyone has been able to enjoy a match on the Treeline, old school players won't forget. So, Twisted Treeline offered a different way to play League as we know it, but what about the game mode that turned League from MOBA into a different game altogether? Only the true OGs will remember playing the original Dominion on the Crystal Scar. Dominion was a 5v5 capture and hold game mode where both teams tried to capture points around the map to destroy the enemy Nexus. Each Nexus started with 500 hit points, but their HP would only go down by your team either capturing the contested points of the map or securing a kill on an enemy champion. The Crystal Scar itself was a circular map, flanked with 5 capture points along the outer edge. All of these points started neutral and could be captured by any player after a brief channel time. Needless to say, playing Dominion was a lot different than playing Classic League, and the game mode offered a nice change of pace if you ever got tired of the same formula.
players started out with much more gold, even more than on Twisted Treeline. Warte, was war das nochmal in der Mitte hier? Was waren diese roten Kristalle? Warte, man konnte die auch capturen, haben die irgendwie so einen fetten Buff gegeben, oder? War es nicht so? Du konntest die gedrückt halten quasi und dann hast du irgendwie so einen Buff bekommen? Oh, das fette Schild, ja, true. True. Players started out with much more gold, even ja. More than on Twisted Treeline. It had a much higher passive gold and experience generation, as well as increased resource regeneration. Recall took about half as long as in Classic, and death timers were reduced. Riot officially retired Dominion in February of 2016, citing a lack of popularity. 07 later, Dominion. Introducing the rotating game mode. It's fast, it's fun, it's Dominion. Gone. It's 07. Dominion later the same year, but it's just not the same. Dominion isn't the only game mode that Riot decided to Oh, die alte Irelia! Oh mein Gott, meine Queen! Hexakill? Hexakill was, well, it was exactly what it sounds like. It was a standard game of League on Summoner's Rift, but each team had 6 players instead of 5. It was released in 2014 and hasn't been seen in a number of years. With Riot releasing a statement saying that the move from 10 total champs on the map to 12 resulted in a lot of internal system issues. But I mean, if the server can handle Irf, what's 2 more champions? Another game mode that only OG players will remember is one that lives on in our nightmares. Never before have NPCs been so hard to beat. Doombots of Doom. I'm talking about Doombots. Oh mein Gott, ja. Known as oh Leute, diese AOE Lux-Binding-Scheiße, wo sie in alle Richtungen 360 einfach Lux-Binding macht. Digga, das hat mich so getiltet. Nightmare Mode. Doombots was a game of hat mich so getiltet. Versus AI, but with a sadistic twist. The bots in Nightmare Mode were mutated, with comically buff stats and mutated abilities. Run, dude, run! The signs of their silence! I'm out of here! As the game progressed, the bots got even stronger, gaining passives and abilities from other completely unrelated champions. You could lane against a Lux who shot 6 lasers out of all directions for her ult, while also having ja, diese a Lux die who es shot war, 6 lasers out so of all unplayable. Directions for egal wo die hittet, die spreadet danach, das war so unplayable. Die Q war so OP, so by the way. Die Q war so, triggered so a cool. And a Zac passive. It was a complete bloodbath, and not for your team. Schon damals gab es auch Vendiril, schon vor, das ist ja vor 10 Jahren oder so. Das sollte Riot einfach mal wieder anmachen. Die Bots waren schwer. Das war quasi einfach ein, wie jetzt so Swarm oder dieser Odyssey-Modus, einfach quasi ein PvE-Modus, wo die Bots halt stark waren und du warst halt normal stark und musst halt gewinnen mit Gehirn. Weil die waren auf jeden Fall einige stärker in Stats, um einige stärker. The Zac passive. It was a complete bloodbath, and not for your team. Ja, I mean, no, ich hab mich auch gepennt, da killt die Frau damals. Scheiß Champion. Ein Lux, Alter. In an extra hilarious step, after surviving 15 minutes in game with the Doombots, a fiend in itself, the 5 enemies would band together to summon a gigantic demonic Teemo bot that would stomp through the mid lane, destroying everything in its path. Das war so cool irgendwie. Das war einfach voll geil. Nightmare Mode humbled all of us. Wie cool wäre es, wir hätten actually so ein Battle Pass Event mit sowas wie dem Game-Modus hier und dann wirklich ein Event. Also nicht einfach nur, wir verkaufen 5 Skins, sondern wir verkaufen halt den Devil Teemo Skin. Erinnerst du dich mit einem noch geilen an die Event, originale so wie dem hier. Twisted Trilene mit dem Geist. Das war voll der cool. Das war fucking goated. Dem Drachen eben by bots is something most of us haven't dealt with since our first originale Trilene mit dem Geist, aber auf die Wölfe und dem Drachen Evermore. Nee, daran kenne ich mich nicht. Ich kenne nur Vilmore. Sorry, Bro. In League. Das muss nach meinem Zeit gewesen sein. I still have to tell you about the broken item that Riot couldn't balance and was forced to remove. And also the origins of one of the community's most beloved special events. But first, do you guys remember the absurd rune system old school players had to deal with? I'm not talking about the broken ones like Thundershock and Courage of the Colossus. I'm talking about marks, seals, glyphs, and quints. Not only did you have to painstakingly earn... Wenn du nicht Armor Glyphs genommen hast, warst du getrollt. Armor Glyphs, aber am liebsten Scaling pro Level. Weil Flat Armor Glyphs war nicht so worth it. Nimm lieber die Scaling Armor Glyphs mit. Dann natürlich Attack Speed Marks. Magic Resistance, die blauen Dinger, wie hießen die? Nee, warte, das waren Seals actually. Armor Seals. Armor Seals musstest du mitnehmen. Dann Magic Resistance Glyphs. Quintessenzen war bei mir meistens Attack Speed oder Mark war Attack Speed. Und dann halt AD entweder oder Attack Speed auf den Marks und dann EXP in den Quints. Attack Speed Quints waren auch strong, aber EXP Quints waren auch sehr, sehr strong. Good times, man, good times. Dann noch die Dodge-Runen auf Jax.
Aber eigentlich war das Runensystem, fand ich fein, honestly. Du hast, wurdest halt dafür belohnt, ein bisschen zu grinden, okay. Aber das Runenseitensystem war fucked up. Also das Safe einfach alle Runen auch in Champions League bearbeiten können sollen. Und ich, also ich hatte damals halt eine Runenseite. Ich hatte, für einen Champion habe ich, glaube ich, so 5 Runenseiten gehabt. Ich hatte irgendwie Fizz gegen AD, Fizz gegen AP, Fizz gegen Vladimir. Ich habe damals so, wenn du so 4 Champions spielst, hast du halt alles optimiert, gegen was du lanest, dass du alle richtigen Runen hattest. Das war ein bisschen fucked up, dass du dann halt so viele Runenseiten brauchst. Das ging aber maximal 20 und die waren mega teuer. Aber ansonsten, die Runen selbst fand ich fein. Ingame bearbeiten und wäre okay gewesen. Also nicht ingame, aber halt in Champions League. Also nicht ingame, aber halt. Each rune with your hard-earned blue S, I mean, influence points. Not only that, but you couldn't edit your runes on the fly. You had to shell out thousands of your hard-earned points to buy enough runes for all situations. And I mean, literally every single one. Back in the day, the hallmark of a true LOL veteran was whether or not they had all 20 rune pages unlocked. Hab ich. Which, yeah, you only started with 2. Alongside the old rune system were masteries. Another way to buff yourself before you even stepped on the rim. Oh mein Gott, Eck trollt komplett. Wer spielt denn bitte 22-8-0? Oh, he is running it down. Er muss dringend diese Schulterpanzer hier spielen. Er war fucking broken. Du spielst immer 21-9-0 oder 21-9 oder 0-9-21. Du gehst niemals 22-8. 21-8 ist komplett troll. Und wenn ihr gewinnen wolltet auf Fizz, 30-0-0. 30-0-0 Fizz war fucking broken. AD und AP alles mitnehmen. Aber richtig, richtig toll. Also wirklich, da habe ich noch selten so ein schlechtes Bild gesehen. Das Weh im Auge, stimmt. One mastery point per level and chose between separate trees, which was the precursor to the current rune system as we know it today. Anyone else remember those sweet 2190 mastery guides? Now, while runes constantly get small changes and adjustments, the iconic Summoner's Rift seldom sees changes on the scale of preseason 5. And only OG players remember the old map before that. The bright purple towers and minions, the comically small baron and dragon models, and of course, all the original jungle camps. In those days, there were no Void Grumps, Rift Herald, or even Scuttlecrab. Baron was the only purple monster in the pit, and there was no such things as elemental drakes. Just an overgrown lizard that gave you some gold and experience. Gromp wasn't a thing, and neither were Krugs or Raptors. Instead, we had a White, Golems, and Wraiths. Hi. And I know we talked about jungle changers earlier on, but do you remember the really old days when junglers first got Hunter's Machete? Before that, they would just start boots and potions, just like everyone else. When Hunter's Machete... So, der Grund, warum ich immer Pots auf 2 spiele, ich glaube, ich werde nicht der Einzige sein, aber du spielst halt Pots auf 2, weil du bist immer Boots, Pots gestartet, und dann war halt Pots halt immer auf der 2 automatisch drauf. Deswegen absoluter Standard. Und da sehe ich die alte Rilia von Big Daddy gespielt. Und es ist einfach... Leute, wenn niemals Riot Games nochmal den Legacy-Modus rausbringt oder so und man kann nochmal die alte Rilia spielen, ihr seht mich für Wochen nicht online, weil ich es einfach offstream genießen werde. No joke, die alte Rilia. Ich würde es so gerne nochmal spielen. Mich fühlen wie damals. Der gute alte Heaton-Style, Equilibrium Strike, Blade Surge. Oh Mann, der Champion war so fucking goated. Came out, junglers could upgrade it to either Spirit Stone or Madrid's Razor. Though 99% of the players took Spirit Stone, which they could then further upgrade into either Spirit of the Elder Lizard for bonus AD, Spirit of the Spectral Wraith for bonus AP, or Spirit of the Ancient Spirit Golem of the Elder Lizard, Shyvana und Mundo Toplane. Das war so broken. Ezreal Mitte mit Runeglaive, aber auch mit Spirit of the Elder Lizard. Blue Ezreal. War nicht Blue Ezreal sogar mit Elder Lizard? War das nicht der Bildpath? Blue Ezreal? War nicht der originale Blue Ezreal-Bild mit Elder Lizard? Weil es war einer der wilden Tage, wo halt ein Goldspieler die gesamte Worlds-Meter geändert hat. Einfach weil ein Goldspieler in EOS Blue Ezreal geil fand, wollte blaue Items kaufen und hat auf einmal die ganze Meter geändert. Aber ich meine, es war mit Elder Lizard, oder? Das sind alles jetzt halt Blue... Ja, das hier, das müsste sein. Das müsste der original Bildpath sein. Hier. Das, I think, could be. Er wollte einfach blaue Items haben, der Homie, und er hat es geschafft. Crazy. Crazy Tage, Mann. Items so, ich pausiere zu viel, aber ich erinnere mich gerne. But just how many other items are there in League Heaven? Almost 300, if you can believe it. Don't worry, we won't talk about all of them, but we will talk about some of Okay, könnt ihr alle nennen? Chat, könnt ihr alle nennen? Ich nicht. Okay, warte. Das ist der Abyssal Staff damals. Wie hieß der? Abyssal Staff oder so? Honestly, keine Ahnung. Das war mal, war das nicht Mikaels irgendwas? Abyssal Scepter? Ja, Höllenzepter auf Deutsch, true.
War das nicht Mikaels, weiß nicht, einfach Mikaels, das in der Mitte? Mikaels irgendwas, das gibt's doch noch. Wurde bloß ein bisschen umgenannt, okay. Wenn du das zählst, kannst du auch sagen, Sieg's Herald und Sieg's Convergence ist ein neues Item, aber das Basic ist das gleiche. Jetzt sind wir auf Mikaels Crucible, okay. Was ist das hier? Was dieses, hab ich noch nie gesehen, diese Kette? Was ist das? Diese Kette? Guardian's Blade? Ja, das ist Moonblade, nicht Guardian's Blade. Guardian's Blade gibt's ja, glaube ich, noch in Arena und in Aram. Das ist Moonblade gewesen. Aber was ist das Blaue? I've never seen this in my life. Ihr wisst es scheinbar auch nicht. Dann, das ist einfach Ages of the Legion, Spirit Stone. Das hier ist das Crit-Item. Wie hieß das nochmal, dass sich kurz critten lässt? Divine Sword, glaube ich, ne? Meredith's Bloodraiser. Das, oh mein Gott, der Pot war so OP. War das Orakel oder war es nicht Orakel? Dann haben wir die Ninja-Tapsen. Das sieht einfach nach Null-Magic-Mantel aus, beziehungsweise Negatron-Cloak plus anderes Icon. Das hier ist Adaptive Helm. Und das kenne ich nicht. Ist das nicht Sword of the Occult? Ist das Sword of the Occult? Oder ist das Divine irgendwas? Divine... Ah, komm, wir gucken. Es ist Sword of the Occult, du hast absolut recht. Chat, ihr seid so klug. Zum Glück habe ich euch. 100, if you can believe it. Don't worry, we won't talk about all of them, but we will talk about some of our favorites. We all know about Magi's Soul Stealer. Leviathan, Sword of the Occult und Magi's. Granting us stacking ability power for every champion kill and assist. I love it, man. You have so much damage. But did you know there was an AD version too? Sword of the Occult granted 5 attack damage for every champion kill or assist for up to 100 bonus AD once completed. Like Magi's, you would lose half your stacks upon death. If you had the full 20 stacks, you also gained 20% bonus attack speed. There was even a tank version called Leviathan, where each stack granted you 32 bonus health, up to 640, and at full stacks, you gained 15% damage reduction. Why Riot decided only to keep Magi's in the game and lose Sword of the Occult and Leviathan is beyond us, but one thing is for sure, seeing your teammate get these items either made you giggle with joy or smash your forehead into the keyboard. So, there's AD, how about a discontinued... Wir sind damals den Skandal... Als Frog in einem Pro-Play-Game Majors gekauft hat und die Gegner sich nach beschwert haben, er hätte sie disrespected. Weil es so unfair ist quasi, dass er sagt, er wird sie snopen. Weil das ist einfach halt anders. Heute ist es Standard, auch in Pro-Play-Games zu kaufen, aber damals war es legit disrespectful zu kaufen. Ich meine, es war CLG EU gegen Moscow 5, by the way. Und er hat sich beschwert wurde über Frogs Item-Build. Und er meinte halt so, Jungs, es war das beste Item in der Situation, was soll ich machen? Ich will gewinnen. Aber wild. Andere Zeiten. Or smash your forehead into the keyboard. So, there's AD, how about a discontinued AP item that Riot officially admitted was too strong on certain champions? Warte, ist das gerade, geht's um DFG oder geht's um das coole Buch? Das coole Buch, das dir Spellvamp gegeben hat. Ich habe vergessen, wie es heißt, aber ich habe es immer auf Vladimir gekauft. Das hier. Und ich glaube, es geht um DFG. Aber wer ist das Buch, Chat? Wie ist das Buch? Oh, Will of the Ancients. Ich habe es auf Vladimir geliebt. Ich habe es gespammt. Continued AP item that Riot officially admitted was too strong on certain champions to even exist, prompting them to rework and eventually remove it altogether. Only real OGs will remember Deathfire Grasp, which was retired from Summoner's Rift in 2015. DFG was one of the original Large Rod Big 3 items. Back in the day, needlessly Large Rod could only be built into 3 items. Rabadon's Death Cap, Zonya's Hourglass, and Deathfire Grasp. DFG gave bonus ability power and cooldown reduction. I mean ability haste. But the main event ich glaube, es gab nichts langweiliges als gegen Twisted Fair, gegen DFG, LeBlanc oder Weiger zu spielen. Einfach dreimal Point-Click. Die alte Weiger-Q war auch Point-Click, dann wurde es einfach DFG, Point-Click-Q, Point-Click-Ult. Beim LeBlanc noch das gleiche. DFG, Point-Click-Q, Point-Click-Ult, du warst tot. Jedes Mal. War fucking busted. Einfach One-Hit, GG. It's active. Deathfire's Grasp active ability dealt magic damage equal to 15% of the target's maximum health and increasing all incoming magic damage to the enemy by 15% for 4 seconds. It was an insane initiating item and was also useful for quick and clean AP assassinations. DFG was a scary item in the hands of a fed mage, and that's probably why Riot saw the need to get rid of it except for including it in Nexus Blitz. But when it was active auch on so the rift, ein cooler Modus, by the way. ADCs melt faster ich habe auch so gerne mit euch gespielt. So ein richtig guter Mix aus richtigem League of Legends und halt Casual Minigames. Das ist ein toller Modus einfach. Du junglest so ein bisschen, du lanest so ein bisschen, aber du hast auch lustige Minigames. Es geht schnell. Das ist ein cooler Modus. Like it. And another thing old school League players should remember are the days when your boots didn't end up at boots too.
Yeah, I'm talking about boot enchantments. After finishing whichever boots you choose, get 5 boots. Enchantment options for those little beauties. Alacrity, Fearer, Captain, Distortion, and Homeguard. Distortion lowered the cooldown of movement-based summoner spells like Ghost and Flash and gave extra speed boosts when using those abilities. Distortion Boots! Wow! Warum ist der Stein so klein? Distortion Boots, don't see again! Führer gave you a decaying speed boost. Also, ich weiß nicht, ob das Distortion Boots waren oder der Fakt, dass er Magi's und Sword of the Occult durchgesteckt hatte und Deathcap, aber vielleicht waren es auch die Schuhe oder der Fakt, dass er fucking 16 einsteht auf der Katarina, also. Nein, ist fein. Waren die Schuhe. Waren die Schuhe. Ja! Führer gave you a decaying speed boost when you hit a champion with a single target spell or ability. Captain gave you a speed boost to teammates running towards you. Alacrity just gave you a flat movement speed bonus. And Homeguard was, well, a Homeguard. It gave you a massive decaying speed boost whenever you stepped into your fountain. We didn't just automatically get Homeguard every game. Some of us had to earn it and pay our hard-earned gold for it. While boot enchantments increased the strategic diversity in builds, they were ultimately removed since 99% of the players only bought home guards. But while players could get behind Riot's decision, ja, 2015 meine ich, war home guard auch noch da, ne? Und da hat Hikarim Toplane einfach immer Homeguard gerusht und da gegen Marin gespielt, einfach Toplane gesprintet, mit Hikarim immer gebased, jede Wave gepusht, jede Wave based, was immer auf jeder Wave da war, fucking OP. Instant Footage Speed, Instant Movement Speed, alles war da, was war, Bro. 99% of the players only bought Homeguards. But while players could get behind Riot's decision to remove boot enchantments, one thing players talk about to this day is just how lazy Riot has gotten with special events. Because back in the day, Riot's Harrowing and Snowdown Showdown events truly felt unique and special. Summoner's Rift as a whole was transformed with a spooky, nocturnal theme for the Harrowing event, but even more beloved was the snow-themed Summoner's Rift that went live during the holiday seasons. There was something special about seeing our favorite champs get silly. Halloween-themed costumes and festive skins that looked completely out of place on Summoner's Rift. But back then, Riot was much more focused on delivering memorable experiences rather than making money. Compared to the generic event passes and uninspired skin lines we have... Also die Begründung ist ja wohl die offizielle, dass es deswegen keine Special Events mehr gibt mit speziellen Karten, weil es jetzt zu anstrengend ist. Weil sie dann alle Karten ändern müssten. Also auch die Map von Mountain, von Ocean, von Cloud, von Hextech, von Chemtech. Und das ist ihnen zu anstrengend und zu teuer irgendwie. Deswegen gibt es solche Karten nicht mehr. Mega schade. Also wäre sehr, sehr cool, wenn es einfach, ja, wenn das möglich wäre. Ja, it is what it is. Today, the original Harrowing and Snowdown Showdown events hold a special place in our hearts. Searching. Seeking. Killing. This time is known as the Harrowing. Diego, these are just some of the things that only OG League players will remember. The game we know and love has gone through a lot of changes in the last 15 years, and assuming that disgruntled players don't storm Riot HQ and burn it to the ground soon, we're going to see a lot more changes in the years to come. And those of us that feel old for playing the original Poppy or jumping on for a game of 3v3 on the tree line will start to feel even more ancient than we already do. Thank you for taking this trip down memory lane and thank you for watching LOLF. Bald Game Banger Video. Schwach gestartet mit Aatrox, aber dann hat stark gefinished. Geiler Veteran-Trip hier. Ich glaube, viele meiner Leute, die zugucken, viele meiner Zuschauer werden sich als Zielgruppe angesprochen fühlen, als League of Legends Veteran. Gerne mal ein Like dalassen. War ein sehr cooles Video und auch eine gute alte Zeit damals. Geil.